Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online Folge, ich weiß leider nicht welche, und auf jeden Fall Aufnahmesession 131. Ich weiß, wir wollten da rein. Ich warte einfach mal den Start mal ganz ruhig beginnen. Weil wir hier nämlich im annähernd Richtung Finale gehen, waren wir nämlich schon das eigentlich letzte. Ja, toll, dass ihr in der nächsten Folge machen können. Scheiße. Das sieht ganz schön übel aus. Nom. Huch. Euer wunderbarer Champion quält und windet sich wie ein Insekt in Bernstein. Euer Champion gehört jetzt mir. Ah, das sehe ich nicht so. Jeder, der was anderes behauptet, den werde ich höchstpersönlich ins Knie ficken. So. Mist. Aua, ich wollte hat gar nicht wehgetan. Ah! Alter, hat er mich erschrocken. Oh, guck mal, dann Zauber gewirkt. Jetzt fühlt er sich der Größte. Es gibt wahrscheinlich einige, die haben Angst, dass ESO aufhört. Die kann ich die Angst gleich mal rausziehen mit einer Pinzette. Und die Angst kann ich dann auch gleich wegschmeißen. Zerknüllen, in die Ecke werfen. Weil wir werden noch hier hinkommen. Wir werden auch noch da hinkommen. Und hier werden wir auch noch hinkommen. Ach, scheiße. So, ja. Alter. Schaden. 2 Ticks mindestens Schaden hinterher. Wenn nicht sogar 3 Ticks durch den Elektrofeld. Aber das ist schön gewesen. Ich finde diese Farbe eigentlich auch sehr, sehr schick. Ich glaube, die werde ich behalten. So. Haben wir noch. Dicke Bar. Ihr könnt das Unvermeidliche nicht aufhalten. Die Stadt ist unser. Habt ihr es gesehen? Bald wird eure Mähne sich in meinen Händen befinden. Und meine dunkle Mähne wird auf dem Pfad wandeln. Die Seele der Khajiit wird in der Dunkelheit, wenn die Dunkelheit ein Heim verlieren. Der Typ geht mir voll auf den Nerv. Ich kann übrigens meine Kopfstimme wieder. Wie, da ist ein Dolm? Da kann kein Dolm sein, das geht nicht. Das geht doch nicht! Na toll, ein geskripteter Dolmen, das gibt's doch gar nicht. Schon wieder so eine Ätherin. Gali, haltet durch! Ich hätte geglaubt, ich wäre im Stich gelassen worden. Na, jetzt bin ja ich hier. So. Schaden Nummer 1. Schaden Nummer 2. Schaden Nummer 3.
So. Wir sehen uns auf dem Pfad der zwei Monde. Halt der Schwede. Die haben hier einen Dolm aufgebaut. Die haben hier einen Dolm aufgebaut, das... oder... Ja, da müssen die hier dran aufgebaut haben, ne? Oder die Dinger... oder die haben herausgefunden, wie man die Dinger spawnt. Und haben dann den Dolm da drüber gezündet. Und seine Anker haben voll die Wände hier durchschlagen. Nicht gut. Geweihte, ihr habt mein Leben gerettet. Eure Krallen werden jeden Tag schärfer. Ja, das ist allerdings recht. Ich glaube, ich müsste gleich mein Badezimmer und mir die Krallen mal abschneiden. Ach, ich komme schon zurecht, Geweihte. Das war verdammt beeindruckende Arbeit. Schatzar würde euch jetzt sicher sagen, wie gewaltig eure Taten heute waren. Ich bin nur froh, dass ich eine Freundin an meiner Seite habe. Insbesondere für das, was als nächstes kommt. Was kommt denn als nächstes? Wir haben die Dedra zurückgeschlagen. Ihr habt Tarn gehört. Er will selbst auf dem Vater zwei Monde wandeln. Ich kann das nicht länger hinauszögern. Wir müssen uns auf den Weg zum Tempel des Tanzes machen. Folgt mir. Ich gehe voran. Selbst auf dem Pfad laufen? Naja, dann muss er erstmal an mir vorbei, denn ich bin die Mondgeweihte nach euch, Kali. Wo sind eigentlich meine Tiere hin? Habe ich die nicht gespawnt? Sind noch aktiv, oder? Ich habe sie jedenfalls nicht gesehen. Müssen wir... Kommst aber reichlich spät. Was ist denn da los? Ja, pff. Das interessiert mich nicht. Kann man hier hoch? Warte mal. Das ist so geil inszeniert. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Was passiert eigentlich, wenn ich da durchgehe? Dann stürzt das Spiel ab. ich bin an einer Mauer. Ich komme hier nicht mehr weit. Da. Die haben hier Lichtpointe gesetzt. Die sitzen so ungefähr hier. Genau. Genau hier. Die scheinen da in die Richtung. Das sind so diese Lichtpunkte, die man setzen kann bei dem Bearbeiten. Und hier ist einfach nur eine Mauer. Da ist das Level zu Ende. Und da haben sie vergessen, das so einzustellen, dass man hier nicht hochkommt. Aber man kommt hier hoch, das haben sie übersehen. So, siehst du, ich nehme euch auseinander. So. Ist herrlich, wie viele Bugs ich in dem Spiel schon gefunden habe, ab und zu. Eine Sterbezone außerhalb und wo man nur noch schwer hinkommt, habe ich auch schon entdeckt. Uiuiui, was ist denn hier draußen los? Auf einmal so ein Windzug und die Texturen und die Maus ist nicht gesetzt. Ich glaube, es ist eigentlich vollkommen sinnfrei, ne, oder? Ja, ich nehme die trotzdem mit. Hallo. Hallo. So. Der Flatsch. Kali ist ganz schön schnell. Wir haben alle Zeit der Welt. Der Typ kann eh nicht weiter, ohne dass ich da bin. Ihr werdet stolz auf unsere Freunde. Sie haben ohne meine Hilfe den riesigen Sturm-Atronachen angegriffen. Sie sind beinahe so tapfer wie unsere Waldläufer, wisst ihr? Onkel, ihr lebt. Ich bin überglücklich. Ich habe versucht, euch zu suchen. Glücklicherweise konnten die Mondgeweihte und unsere Freunde in die Stadt befreien. Es erfüllt uns mit Stolz, sagen zu können, dass wir euch während der Invasion zur Seite stehen konnten. Viel Glück auf eurem Weg. Den Pfad der zwei Monde entdeckt. So. Sprecht mit Kali. Oh, und hier sind ja alle. Alle sind hier. Fürst Garashri.
Kasargi ist dort drin. Passt auf sie auf. Sie liegt mir sehr am Herzen, obwohl sie noch sehr jung ist. Habe ich doch gerade eben woanders gesehen. Den Schlachtenvogt Uzelmo. Ihr habt sogar mich beeindruckt. Das Dominion steht erneut in eurer Schuld. Natürlich Königin Eirin. Das Dominion kannte niemals eine größere Heldin. Ich bin stolz, euch eine Freundin nennen zu dürfen. Ach, Rasunda, mit denen, den spreche ich mal kurz. Moin. Glückwunsch, Geweihte. Dieser ist nicht sehr spirituell, aber selbst ein Narr weiß, dass wir einen Schild gegen die Dunkelheit brauchen. Siehste. Ich denke mal, er hegt noch einen kleinen Groll gegen mich, aber ich denke mal, er hat es jetzt eingesehen. Mundbischof Hunal, den kenne ich gar nicht. Geweihte, ihr seid gekommen, so wie es sich in Hunals Augen letzte Nacht in den Monden spiegelte, ja? Die Stadt Düne soll durch euren Übergang geheilt werden und unser Volk wird euren Namen ewig preisen. Der Satz macht mir ein bisschen Sorgen. Übergang, ewig preisen. Huch. Achso. Musik. Ja, ich weiß, das sind Nachrichten. Die lese ich gleich vor. Ja, die grüne Dame natürlich. Zerstörung, Verwüstung. Unser Dominion verdient diese Behandlung nicht. Ich hoffe, dass der Pfad, den ihr gehen müsst, nicht von derselben Dunkelheit heimgesucht wird, welche Düne plagt. Wir haben die komplette Hierarchie hier. Es ist ja extrem. So, bevor ich das vergesse, sonst kriegen wir diese Meldung immer wieder. Die drei Leute wieder. Bitte setzt diese Komponenten weise ein, meine teure Freundin. Pagrotimus musste gegen eine grässliche Dämonmaschine kämpfen, um sie zu bekommen. Niemand in der Stadt hatte welche. Pagrotti hat überall nachgesehen, auch in den Häusern. Ach, da hat eingebrochen. Das wollte ich nur noch schnell loswerden, ehe Nasis drinnen im Gasthaus der Bühne die Bühne betritt. Oh, da ist er. Für einen Dunkelelfen sieht er gar nicht mal schlecht aus. Ich muss Schluss machen. Ach. Ich ahne Übles. Was zum... Warum schreibt ihr alles klar? Unter Grimwacht. Ihr habt die kaschitischen Ruinen gesehen. Ja. Faszinierend. Der Text, ich verstehe den Text für das Lied, ist der Schlüssel zum Tor. Er dreht sich und Zug ist perfekt. Ich muss das Lied mit euch teilen. Es ist meine Pflicht, es ist Wahrheit. Aber ich kann den silbernen Akkord nicht verschicken. Ich darf das Lied nicht fortlassen, sonst verlässt er mich. Das Lied ist endlos, er darf nicht enden oder alles wird verklingen. Das macht mir ein bisschen Besorgnis, was die da... Ich glaube, Firi hat ein kleines Problem. Der würde ich mal am liebsten helfen. Tja. Wollen wir? Meine Freundin, die Mondgeweihte, holt mich immer aus den verzwickten Situationen. Hab Dank für alles, was ihr getan habt und alles, was ihr noch tun werdet. Ich bin stolz, an eurer Seite zu stehen, Kali. Und ich bin verdammt stolz, an eurer Seite zu stehen. Na schön, genug der Gefühlsduselei. Wandeln wir auf diesem von den Monden verdammten Pfad und bringen wir diese Sache zu Ende. So wie Schatza es gewollt hätte. Oho. Das scheint für ihr sogar noch ein bisschen heftiger zu sein. Da ist ja glatt mal am Wein hier. Ich habe keine Angst. Ich bin dafür bereit. Abgeschlossen. Nee, da kommt nichts mehr.